Hallo zusammen, willkommen zur Roomtour. Ich bin die Jule und spiele seit neuestem die Familie Kentler. Hier seht ihr ganzes Haus. Wir starten mit der Roomtour. Hier ist der Eingangsbereich. Dieser sieht so aus. Da er nicht so spannend ist, gehen wir gleich ein Zimmer weiter. Hier seht ihr das Sofa. Und das Zimmer ist das Wohnzimmer. So sieht es aus. So. Wir gehen einen Stock höher, die Treppe hinauf. Und schon sind wir in diesem Zimmer. Die Wand gehört nicht zu dem Haus. Die habe ich selbst eingebaut von dem Schlafzimmer. Das kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Von diesem hier, vielleicht kennen Sie das. Genau. So, dann geht es hier wieder weiter. So, hier ist noch eine Waschmaschine, ein Bügeleisen und der Laufstall von unserem Baby. Die Familie zeigen wir euch am Schluss. Das ist der Abschluss. Hier ist das Esszimmer. Die Lampe ist auch echt schön. Ein Obstschrank. Bild. Und hier seht ihr die Küche. Das oberste Bild, dieses hier, ist vom Samu. Das sind sehr schöne Striche. Das hier in der Mitte ist von Leo, ein Bagger. Es ist auch sehr schön. Und das hier ist von der Mila. Das ist auch sehr schön. So heißen übrigens die Kinder. Aber mehr erzähle ich gleich dazu. Wir gehen noch einen Stock höher und kommen im Schlafzimmer. So, ihr seht hier das ganze Schlafzimmer. Die Decke fehlt gerade, da die Kinder eine Höhle gebaut haben. Im nächsten Raum seht ihr das Badezimmer. Das sieht so aus. Waschbecken mit sehr vielen Bildern. Die Dusche und das Klo und den Teppich hier. Den Teppich hier habe ich übrigens selber gemacht. So einen habt ihr hier auch im Wohnzimmer gesehen. So. Gehen wir noch einen Stock höher. Und schon sind wir im Kinderzimmer. Hier ist das Kinderzimmer von dem großen Mädchen. So sieht es aus. Das Bett habe ich selber gebaut. Mit einem Schreibtisch unten dran und oben in Regenbogenfarben eine Matratze. So, yep, hier sind Bücher. Genau, dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Hier ist die Decke. Genau, da können wir auch mal kurz runterschauen. Das ist das Hochbett von unserem Junge. So, hier steht sein Name, Leo. Hier sind ein paar Spielsachen. Und da drüben ist die Samus-Ecke. Das Bett habe ich auch selber gebaut. Das Bett auch. Also alle Kinderbetten habe ich selber gebaut. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen sehr schönen Teppich drin. So, das war's schon mit der Haustour. Jetzt möchte ich euch den Garten zeigen. Wir gehen nach ganz unten und gehen nach draußen. So sieht der Überbegriff mal aus. So, wir fangen von hier vorne an. Hier ist der Balkon, genau. Hier steht das Vogelhäuschen, Terrasse, Hasenhaus. Und hinter dem Hasenhaus seht ihr schon die Garage. So, das Trampolin. Die Treppe fehlt gerade, weil der Papa nicht wollte, dass die Kinder abends noch rumhüpfen. So, und hier seht ihr schon eine Rutsche und ein Bällebad. Und unter dem Rutschenturm ist ein Sandkasten. Den habe ich übrigens selber gebaut. Hier oben ist die Arche Noah drin. Hier sind die Schaukeln. Babyschaukel und Nestschaukel. So. Hier ist unser Weg. Dann sind wir an der Haustür. Und da seht ihr hier schon das Baby-Schwimmbädchen. So. Und dann sind wir schon hier beim Pferdehof. So. Hier seht ihr schon mal den vorderen. Der graue. Das hier. Ist der Jumper und das hier ist der Flecki. Oder die Flecki.
Dann gehen wir hier zur zweiten Box. Hier seht ihr den Louis und die Bella. Alle unsere Pferde haben Decken dran, außer Jump und Flecky, weil sie sind Springpferde. Hier ein Baum. Dann geht es hier zur Box von Bella und Louis. Das ist eine Einzelbox, aber sie brauchen ja auch nicht so viel Platz, weil Louis ein Fohlen ist. Hier seht ihr die Sattelkammer und den Heuboden. Hier seht ihr die Fahne noch. Und hier ist ein Regal, wo die Katze Miezi drin steht. Hier, und das ist eine Zweierbox. Ich kann euch mal den Unterschied zeigen. Vielleicht seht ihr es. Ja. So, und hier sind noch ein paar andere Sachen. In den Kisten sind Putzsachen drin. Genau, so. Jetzt kann ich euch noch sagen. Also, ein paar wichtige Dinge. Familie Kendler wohnt im Ahornweg 16. Hausnummer 16 also. Genau. So. Dann gehen wir hier mal ein Stück weiter zur Pferdekoppel. Die ist direkt hier unten. Da seht ihr all unsere Pferde. Und wie ihr sehen könnt, sind die alle mit Decken eingedeckt. So. Und gleich hier nebendran ist Oma und Opas Haus. Da sind gerade Omi und Opi zu Besuch. Das kann ich euch auch zeigen. Hier seht ihr das Haus von Oma und Opa. Zumindest die Küche. Da kocht die Omi. Die Omi, die sieht so aus. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann müssen wir mal wieder hierher. Dann deckt die Oma hier den Esstisch. Die sieht so aus, unsere Oma. So, dürfen die mal weiter kochen und den Tisch decken. Dann gehen wir nämlich einen Raum weiter zu dem Opa. Nee, zum Opi. Das ist der Opi. Der sieht so aus. So, wie ein Jäger sieht er aus. Genau, da kocht die Lampe. Kann man anschalten. Dann kommt hier, ist hier der Fernseher. Da kommen gerade die Nachrichten. So, dann gehen wir ein Stück höher. So, da hängen sehr viele Bilder von den Enkelkindern. Hier ist das Bad. Da sitzt der Opa auf dem Klo. So. So sieht Opa aus. So, und dann gehen wir noch eine Etage weiter. Da steht der Kleiderschrank von Oma und Opa. Den Teppich, den habe ich selbst gemacht. Und das Elternbett von Oma und Opa. Das war's auch schon mit der Roomtour von Oma und Opa. Jetzt geht's zum spannenden Teil. Hier kommt Familie Kendler im Haus. So. Wir sind jetzt mal in der Küche. Da kann ich euch sie am besten zeigen. So. Es geht los. Das hier ist Papa Michael. Hallo, ich bin der Michael und ich leite die ganze Familie. So. Hier kommt die Mama Martina. Hallo, und ich bin die Mama von den drei Kindern. So. Und ich liebe es, wenn ich Zöpfe drin habe. Hier kommt die Mila. Ich bin Mila und bin 7 Jahre alt. Dann kommt unser Nächster, der Leo. Hallo, ich bin Leo und bin 3 Jahre alt. Und hier kommt unser Jüngster und Letzter. Und das ist unser Samu. Er ist 1 Jahr alt und kann seit neuestem etwas laufen. Super, Samu. So, jetzt ist unsere Familie komplett. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Tschüss.